Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen hier zurück zu Part 4 der Serie Ich baue mein Traumgaming-Setup und gleichzeitig dem Finale. Bevor wir jetzt direkt in das große Finale springen, würde ich sagen, fassen wir nochmal zusammen, was bis jetzt alles passiert ist. Und hier sind wir jetzt, Leute, im großen Finale. Holt euch alle noch schnell ein cooles Getränk, Popcorn, Chips, und dann geht's auch schon direkt los. Als allererstes werden wir jetzt dieses LED-Strip hier hinter dem Schreibtisch festkleben. Okay, Leute, seid ihr bereit? 3, 2, 1. Oh mein Gott, Leute! A few moments later. So, als nächstes werde ich jetzt diese zwei Regale hier an diese Wand hier hängen. Ich denke, das ist eine gute Lösung, denn dann sieht es nicht mehr so leer aus. Wir zählen wieder runter. 3, 2, 1. Ich habe jetzt hier noch in die Regale meine PS4-Spiele reingemacht. Jetzt sieht die Wand auf jeden Fall nicht mehr so kahl aus. Hierhin habe ich mir überlegt, werde ich jetzt diese Filmklappe hier hinhängen. Werde ich noch diese drei Controller hier, wir haben einmal hier einen Aim-Controller und zweimal einen ganz normalen Standard-PS4-Controller, an diese Wand hier hängen. Wir sind in die Zukunft gereist, gefühlt 3 Wochen später ist jetzt endlich die Soundbar angekommen und hier haben wir auch schon das gute Stück. 320 Watt Soundbar von Samsung. In meinem Zimmer die Soundbar hat 130 Watt. Deswegen bin ich jetzt mal extrem gespannt, wie das Ganze sich jetzt hier anhören wird. So, Leute, ich habe jetzt hier die Soundbar ausgepackt und gönnt euch einfach mal, wie groß der Subwoofer ist. Im Vergleich zu dem in meinem Zimmer ist er hier ja doppelt so groß. Ich werde jetzt die Soundbar aufbauen und dann zeige ich euch noch, wie der Klang ist. Und jetzt sind wir endlich mit dem Zimmer fertig, bis auf diese Wand hier. Ich habe jetzt einfach mal so ein Real Madrid-Trikot hingehängt, aber da kommt auf jeden Fall noch was anderes hin. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel ein Wandbild kaufen und hier hinhängen, aber so ein Wandbild ist jetzt natürlich nichts Besonderes, deswegen bin ich mir hier noch nicht ganz sicher, was an diese Wand kommt. Und wenn ich dann irgendwann was mega cooles für an die Wand finde, mache ich dazu noch ein extra Video. Of your greed is your son and your daughter. What you gonna do when there's blood in the water? Look me in my eyes, tell me everything's not fine. All the people ain't happy, and the river has run dry. You thought you could go free, but the system is done for. If you listen real closely, there's a knock at your front door. You'll never get free, lamb to the slaughter. What you gonna do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gonna do when there's blood in the water? When there's blood in the water.
another dollar in your pocket. Now I am the violence, I am the sickness. Won't accept your silence, beg me for forgiveness.